Seitdem der Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk auch das soziale Netzwerk Twitter sein eigen nennt, da jagt eine Nachricht die andere. Erst die Massenentlassungen, die Musk rücksichtslos direkt nach der Übernahme per Mail verkündet hatte. Dann springen ihm wichtige Werbepartner ab, Ex-Mitarbeitende wollen ihn verklagen und nun warnt Musk, dass Twitter vor der Pleite stehen könnte, wenn es nicht schnell neue Einnahmequellen gibt und ruft seine Angestellten zu absoluter Disziplin. Es scheint, dass er seine Trophäe da gerade verspielt. Das will ich jetzt mit Anke Domscheit-Berg besprechen. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und netzpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, außerdem Publizistin und Netzaktivistin. Guten Tag, Frau Domscheit-Berg. Hallo, Frau Jacobi. Man muss sich das ja nochmal in Erinnerung rufen. Da hat Elon Musk 44 Milliarden ausgegeben für Twitter und jetzt wirkt es so, als würde ihm sein persönliches Schmuckstück nicht zuletzt durch sein eigenes Handeln in den Händen direkt zerbröseln, oder? Ja, es sieht ganz danach aus. Er hat also offensichtlich keine vernünftige Strategie gehabt, hat unterschätzt, dass Twitter ja eigentlich bekanntermaßen vollständig davon abhängt, inwiefern große Unternehmen da Werbeaufträge platzieren. Fast 90% des Umsatzes im letzten Jahr waren ausschließlich aus Werbeanzeigen und große Werbekunden, die legen halt sehr viel Wert auf Verlässlichkeit. Und wenn er dann sagt, er möchte eine Plattform haben, auf der jeder alles sagen kann, das war ja sein ursprünglicher Traum von dem, was er aus Twitter machen möchte, dann bedeutet das ja übersetzt in Klartext, dass es ein freies Feld für alle Art von Hass und Hetze sein wird. Und das ist für Werbekunden einfach uninteressant. Die wollen sich ihre Marke nicht kaputt machen, indem sie neben solchen Sachen stehen. Und da sind halt viele abgesprungen und das scheint ihn irgendwie zu überraschen. Es scheint ihn auch zu überraschen, dass eine Firma, bei der man 50% von heute auf morgen auf sehr unanständige Weise entlässt, danach nicht mehr so gut funktioniert. Also es zeigt sich eigentlich, Elon Musk ist nicht der Top-Manager, für den ihn sehr viele gehalten haben. Ja, der Kaiser verliert gerade alle seine Kleider. Jetzt werden bei diesem Thema vielleicht manche den Kopf schütteln und abwinken. Ist Twitter überhaupt noch wichtig, so wichtig, dass es einen kümmern muss, was dort gerade passiert? Doch, ich glaube schon, das ist sehr wichtig. Also wenn wir nur darauf gucken, wie viele BürgerInnen im Anteil der Bevölkerung in Deutschland nutzen Twitter, könnte man sagen, ist total egal, kommt nicht so drauf an, das sind ein paar Prozent, ja. Aber es ist eine sehr wichtige Plattform für bestimmte Themen, für Politik, für Journalismus, auch für den wissenschaftlichen Diskurs. Da werden also sehr, sehr viele Themen gesetzt, die anschließend über alle anderen klassischen Medien ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Das sind dann Hashtags, die man schon sehr oft gehört hat, auch wenn man niemals Twitter benutzt hat, wie Black Lives Matter oder MeToo, aus denen dann große Kampagnen entstanden sind, die wirkliche Politik verändert haben und auch den Alltag von Menschen. Also wenn das verloren geht, wäre das außerordentlich traurig. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Entlassung der Belegschaft oder zumindest der Hälfte. Zugleich will und muss Musk ja stärker gegen Bots und Fake News vorgehen. Erste Mitarbeiter kritisieren nun, dass das gar nicht mehr geht mit so wenigen Leuten. Müssen wir also damit rechnen, dass eher noch mehr Falschinformationen die Plattform fluten werden? Ja, das müssen wir. Und das liegt nicht nur daran, dass er so viele Leute entlassen hat. Er macht ja auch völlig erratisch, baut er ja den Dienst Twitter um. Also er hat zum Beispiel den aktuellen blauen Haken, der dafür steht, dass Menschen ihre Identität verifiziert haben. Ja, da muss man also eine Ausweiskopie irgendwo hinschicken und dann wird man bestätigt, ja, diese Person ist Journalist so und so oder dieses Medium ist die Tagesschau und niemand anders. Man konnte sich also auf die Quelle einer Information verlassen, wenn sie so einen Haken hatte, dann war sie das. Ja, das gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Das wird abgeschafft. Stattdessen gibt es ein sogenanntes Twitter Blue. Das kann man für $8 kaufen. Und dann ist man quasi wie verifiziert, obwohl man eigentlich nur $8 bezahlt hat. Und deswegen gibt es jetzt also Fake-Accounts für den ehemaligen US-Präsidenten Bush. Es gibt Fake-Accounts für Jesus und für Satan, die bereits verifiziert sind. Man kann also als echter Jesus da jetzt Sachen sagen, aber man kann es eben auch als Nintendo Amerika und kann dann einen Super Mario mit Stinkefinger posten. Und alles das ist schon passiert in den letzten Tagen und hat zum Beispiel zu massenhaften Beschwerden bei Nintendo geführt. Und das ist also ein weiteres Beispiel dafür, wie man einerseits Werbekunden verprellt, andererseits aber eine massive Verbreitung von Fake News fördert, weil Menschen überhaupt nicht mehr wissen können, welche Quelle ist eigentlich verifiziert und verlässlich. Jetzt haben ja viele prominente Nutzer und Nutzerinnen von Twitter bereits angekündigt, ihre Accounts zu löschen oder sie haben das schon getan, fordern zum Beispiel dazu auf, zu Mastodon zu gehen, zu einem anderen sozialen Netzwerk. Dazu das Abspringen von Werbekunden. Geht die Plattform auf ihr Ende zu?
Also ich würde das außerordentlich bedauern, kann das im Moment aber nicht ausschließen. Also ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei locker 50%, dass Twitter die nächsten Wochen und Monate nicht überleben wird. Also ich hoffe, es findet sich noch irgendeine Lösung. Ich sehe die nicht in Elon Musk. Ich weiß nicht, was man idealerweise damit machen kann, aber eigentlich wäre ja tatsächlich, und das ist die Frage, die wir uns ja wirklich stellen müssen, die Überlegung, wie soll eigentlich die soziale Infrastruktur der digitalen Gesellschaft organisiert sein? Denn wir sehen gerade, wie abhängig man davon ist, wie sich ein einzelner Mensch verhält als Besitzer oder Eigentümer eines solchen Netzwerkes. Der kann es plötzlich einfach kaputt machen. Und dann sind halt ganz viele Strukturen, die zum Beispiel auch Widerstand in Nicht-Demokratien organisieren, sind dann einfach weg. Das heißt, also da zeigen sich auch so gewisse feudale Strukturen, Privatleute, Privatstrukturen, die eben eigentlich die Plattform kontrollieren, wo freier Meinungsaustausch stattfinden sollte. Genau, also eigentlich ist es die Verbindung aus Feudalismus und Kapitalismus, wenn wir von Gesellschaftsformen sprechen, weil das eine zeigt ja die Abhängigkeit zum Beispiel vom Markt und von Werbekunden und das andere, der feudalistische Aspekt ist, dass ein einzelner Fürst sozusagen da völlig erratisch Dinge tun kann, die das alles für alle kaputt machen. Also man müsste überlegen, wie kann man das betrachten als Teil der Daseinsvorsorge? Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen in einer digitalen Gesellschaft sozial miteinander Beziehungen pflegen können, ohne dass sie kommerziell vermarktet werden? Ohne dass sie kaputt gemacht werden können von einzelnen Märkten oder Personen? Und wie kann man das dadurch in völlig andere Hände geben? Also wie kann man das gemeinwohlorientiert machen? Überlegungen von Anke Domscheit-Berg, Mitglied des Deutschen Bundestages und netzpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Frau Domscheit-Berg, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.